Schwerer Unfall auf der Rastedter Straße in Höhe der Gaststätte Clausen in Nuttel. Ein 65 Jahre alter Autofahrer aus Wiefelstede fuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.06 Uhr auf der Rastedter Straße Richtung Rastede. Auf der Straße hatte sich hinter einem Traktor eine Autokolonne gebildet. Das Fahrzeug des Wiefelstedters war das dritte hinter dem Schlepper. Nach Zeugenaussagen sei der Senior immer wieder ausgeschert, um zu überholen. Schließlich sei es zur Kollision mit einem 43 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Dortmund gekommen. Beide Männer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Verbindungsstraße zwischen Wiefelstede und Rastede musste vorübergehend gesperrt werden.